Siedler 4 ist berüchtigt für seine Bugs und Fatal Error Abstürze, aber es gibt einen sehr alten Bug, der nicht nur schon in Siedler 3 bekannt war, sondern auch eigentlich gar kein Bug ist. Die Rede ist vom sogenannten Kohlebug, aber gerade viele Spieler aus dem Singleplayer-Bereich sind sich dieses Spielverhaltens oft gar nicht bewusst, was wiederum in großen Siedlungen auf großen Karten die Frage aufwirft, warum die Siedler scheinbar grundlos ihre Arbeit liegen lassen. Schauen wir mal genauer hin. Im kleinen Rahmen ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, dass eure Siedler, wenn ihr ein neues Gebäude oder Lager gebaut habt, nicht gleichzeitig loslaufen, um dort Waren hinzubringen, sondern nacheinander in kurzen Abständen. Es gibt eine Verzögerung, bevor ein weiterer Transportauftrag für die gleiche Ware vergeben werden kann. Diese Verzögerung liegt normalerweise bei 16 Ticks, was etwas über einer Sekunde entspricht. Das entspricht wiederum 52,5 Transportaufträgen pro Minute und Ware. Ein ähnliches Verhalten ist auch sichtbar, wenn ihr die Anzahl eurer Planierer und Bauarbeiter ändert, insbesondere wenn ihr sie wieder zu normalen Siedlern werden lasst. Der Grund für diese Verzögerung ist ein technischer. Als Siedler 4 rauskam, wurden als empfohlene Systemvoraussetzung unter anderem ein 500 MHz Prozessor genannt. Es begann zwar schon die Vorstöße in den Gigahertz-Bereich und der ging ja auch ziemlich schnell, bis man im 3 bis 4 Gigahertz-Bereich an Grenzen kam und sich seitdem eher auf immer mehr Kerne konzentriert, aber von der reinen Verfügbarkeit bis zur richtigen Verbreitung beim Endnutzer vergeht natürlich auch immer etwas Zeit. Zu Siedler 3 Zeiten waren die Prozessoren natürlich noch schwächer gewesen und damit die nicht komplett in die Knie gehen, wurde künstlich begrenzt, wie viele Transportaufträge das Spiel in einer bestimmten Zeit verteilen kann. Es ist kein Bug, sondern in dem Sinne ein Feature, da das Spiel genauso agiert wie vorgesehen. Entgegen der Erwartungen der Entwickler wurde das Limit aber gerade im Multiplayer sehr oft erreicht. In Siedler 4 vergibt das Spiel alle 16 Ticks einen Transportauftrag für jede Ware, die gerade irgendwo angefordert wird. Ausnahmen gibt es für Baumaterial, dort sind es jedes Mal zwei Aufträge. Kohle selbst wurde mit Version 2.03, wohlgemerkt nach Release des Trojaner-Add-ons, zu einer solchen Ausnahme gemacht. Das Limit gilt grundsätzlich für jede Ware, aber da Kohle je nach Volk von 4 bis 5 verschiedenen Gebäuden beansprucht wird, ist sie normalerweise die erste Ware, die das Limit erreicht. Deshalb ist der weitere Ausbau der Schwerindustrie ab einem bestimmten Punkt nicht mehr sinnvoll. Wie lang die Transportwege sind, ist hierbei unwichtig, da es sich nur um ein Limit bei der Auftragsverteilung handelt. Wie viele Siedler eine Ware gerade bereits transportieren, ist egal. Mit heutiger Hardware sind technische Begründungen weitgehend hinfällig und sowohl der Community Patch als auch die Enhanced Edition benutzen Varianten von Anyfreaks Request Limit Extender, der auch als Kohlefix bezeichnet wird. Die Variante der Enhanced Edition sorgt dafür, dass in jedem Tick ein Transportauftrag vergeben werden kann, womit alle Limits auf das 16-fache steigen. Ich denke, man kann gut sagen, dass dieses Plugins eines der Flaggschiff-Features ist, jedoch ist es nicht gänzlich unumstritten. Einige Spieler sehen darin einen sehr tiefen Eingriff darin, wie das Spiel von den Entwicklern vorgesehen war. Diese Einstellung kann ich aber definitiv nicht teilen. Kein Entwickler bei Blue Byte hat akribisch die 52,5 bzw. später 105 Aufträge pro Minute für Kohle ausgerechnet und gesagt, alles darüber bringt das Spiel aus dem Gleichgewicht. Insbesondere nicht im Chaos um die Übernahme durch Ubisoft und den Austausch eines großen Teils des Entwicklerteams. Noch dazu sind die Limits für alle Waren mit Ausnahme der Baumaterialien und eben Kohle identisch und die Ausnahmen haben einfach nur doppelte Limits. Das Limit war wie gesagt rein technisch begründet und nicht direkter Teil der Balance-Überlegungen. Und die Spiellogik ist eben auf 16 Ticks verteilt, auch wenn das Spiel mit 14 pro Sekunde läuft. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass die effektive Aufhebung des Limits das Spiel beeinflusst. Gerade für die Leute, die das Spiel seit 20 Jahren spielen, ein Zeitraum, in dem es sich kaum verändert hat, ist die Umstellung verständlicherweise groß. Einige Spieler berichteten von Siedlermangel im Late Game trotz vorhandener Siedlerzahlen, die unter normalen Umständen so gut wie jede Siedlung stabil halten würden. Auch auf den Einsatz von Mana hat der Fix unerwartete Auswirkungen. Zuvor wurde Mana eben dann gebaut, wenn die Schwerindustrie nicht mehr erweitert werden konnte. Da dieser Punkt nun auf einer Metzelkarte effektiv nie erreicht wird, ist Mana für viele Spieler nun den Aufwand nicht mehr wert. Hieraus ziehe ich aber nicht den Schluss, dass der Kohlefix entfernt oder reduziert werden müsste, vielmehr macht er deutlich, dass die Spielbalance, nicht zuletzt auch im Bereich Magie, nicht der Weisheit letzter Schluss ist und es nie war. Wenn Mana nur deshalb sinnvoll war, weil das Spiel irgendwann willkürlich entschieden hat, dass es mit der Schwerindustrie nicht weitergeht, dann ist Mana schlicht und ergreifend keine auch nur annähernd gleichwertige oder ergänzende Option. Was den Siedlermangel im Late Game angeht, verschärft sich auch hier in meinen Augen das Problem, dass die großen Wohnhäuser in ihrem jetzigen Zustand wenig Existenzberechtigung haben. Im Low-End macht sich der Kohlefix in erster Linie durch eine schneller reagierende Siedlung bemerkbar, wobei es auch zu Spitzen in der Beanspruchung eurer Träger kommen kann. Ansonsten macht sich der Unterschied erst im Late-Game bemerkbar und ich formuliere es mal so. Wer in den ersten 40 Minuten eines Spiels den früheren Maximalaufbau hinbekommt, ist gut genug, dass er sich keine Sorgen darum machen müsste, wegen des Kohlefixes ein Spiel zu verlieren, das er sonst gewonnen hätte. Wer sich nicht auf diesem Level bewegt, würde jedoch der Fix das Spiel auch nicht schwerer oder einfacher. Am ehesten wird das Spiel noch nachvollziehbarer, da es eben keine unsichtbaren und auch nie im Handbuch erwähnten Limits gibt, ab denen eine Ware nicht mehr transportiert wird. Und letztendlich sollten wir nicht aus reiner Nostalgie an Entscheidungen festhalten, die Blue Byte vor 20 Jahren mal getroffen bzw. verbockt hat. Wenn der Kohlebug zum Spiel gehört, dann gehören auch Fatal Errors, der Musikbug und Desyncs zum Spiel.